Ja, jetzt, weil das Wetter unstabil ist, in Chamonix, haben wir uns entschieden, vom Osten nach Westen an der Zinne zu starten. Im Osten ist es schön. Morgens um 5 Uhr ist es jetzt. Und jetzt starten wir mal mit der Comici-Führe durch den Norden und der grossen Zinne und hoffen dann noch Richtung Schweiz zu radeln, Richtung Finchgau heute Nachmittag. Ja, beim Projekt Nord 6 geht es eigentlich um die 6 krassen Alpenwände. Einmal Zinni-Nordwand, Badili-Nordwand, Eiger-Nordwand, Matterhorn-Nordwand, Trü-Nordwand und Grand-Jurass-Nordwand. Und das Projekt soll eigentlich das in dem Sinne ja, verbinden, dass man einfach die Zwischenstrecken entweder zu Fuß oder mit dem Radl bewältigen, die Abstiege entweder abseilen, absteigen oder runterfliegen. Also wenn du das ganze Paket am Anfang siehst, da bekommst du einen Stress. Aber wenn du wirklich die Zinne nimmst und dann gehst runter und dann gehst in die Radlschuhe und dann radelst du und dann wird es Abend, dann wird es Morgen. Und jede Situation kannst du im Moment nehmen, dann geht das auf, oder? Was unterm Strich nachher das Schwierigste war, das war, wo ich sozusagen 2,5 Monate, bevor ich das Projekt gestartet ist, die Diagnose kriegen kann, dass ich das Knie operieren muss. Ja, das war nicht so fein. Ich habe mir leider gedacht, ja, du hast mich schon noch finden. Durch die Operation ist auch nicht ganz leicht gewesen, wahrscheinlich für ihn, das wieder zurückzukommen. Und wie er jetzt beißen muss, weiß ich nicht, wie es ihm. Aber ich habe einfach gesagt, ich schaue hoch auf meinen Körper und auf mein Körpergefühl. Dementsprechend war auch sozusagen die Alarmglocken sehr sensibel eingestellt. Ich kann sie gar nicht einschätzen. Mich fasziniert, dass die Leute sich da auf 1300 Kilometer Radfahren eingestellt haben und dann noch notwendig klettern, ist für mich fast utopisch, weißt du? Das war früher ganz normal, was heutzutage sozusagen wieder ganz neu entdeckt wird. Und für mich gleichzeitig ein Eintauchen in die Geschichte von Alpinismus. So ein Schritt zurück, um einen Schritt vorwärts zu kommen. Lass mich nachdenken, der dritte Tag, der dritte Morgen, da haben wir gut frühgestickt mit dem ganzen Team, jetzt riecht mal alles her für die Badile und jetzt haben wir Freude, sozusagen vor 2 Tagen Radl fahren, wieder mal bergsteigen zu gehen. Herr Roger? Ja, wird Zeit, hä? Schaut gut aus, kein Schnee. Da runter einmal abseilen, dann abklettern, Flügel traversieren. Dann die Füße zur Schneidung hoch. Risse, Risse, Risse. Das große Band. Da gerade hoch.
Jogmatters. Unter 3 Wochen das zu machen. Einerseits war das einmal die Herausforderung, das anzugehen. Aber was mich schon auch gereizt hat, war einerseits ja, schon mental und auch das Abenteuer, was man da oben wird. Ich muss schon sagen, die ersten Tage bin ich nicht nur ja, so wirklich reingekommen. Natürlich habe ich mir versucht, so schön wie möglich einzureden. Dementsprechend war es für mich nach außen schon immer klar, dass es mir gut geht. Obwohl es oft nicht so einfach war. Jeden Tag, wo ich mehr unterwegs war, ist mir auch wieder körperlich, aber auch mental besser geworden. So scheidet mich da. Ja, Wahnsinn. Gut, schön. Gut. Gut gestartet. Ja, gewaltig. Da habe ich mich gekannt, voll aufs Projekt fokussieren und dir alles andere gekannt, sozusagen hinter mir lassen. Das war so wie ein Befreiungsschlag. Ja, Wahnsinn. Ich kann es allem nicht mehr glauben. Jetzt muss ich erst einmal buchstäblich umkommen. Mein Name ist Kari Landolt. Ich habe vor vielen Jahren Roger kennengelernt als jungen Bergführer. Für sein neues Projekt hat er mich angefragt, ob ich bereit wäre, ein bisschen auf dem Rad zu begleiten. Warum die das machen? Aus meiner Sicht ist das sehr schwierig zu erklären. Ich gehe sehr viel auch in die Berge, habe x 4000er gemacht, an die über 200. Aber es ist für mich schwer nachvollziehbar, so durch diese Nordwände zu klettern und dann noch auf dem Rad solche Leistung zu erbringen. Also in meinen Augen ist es fast übermenschlich. Ich muss wirklich sagen, ich habe mich mit dem Radfahren so auseinandergesetzt das letzte halbe Jahr, dass ich von den Pässe in dem Sinne ja nicht so in zwar Respekt gehabt, aber keine Angst gehabt. Ich glaube, die Menschheit ist generell immer ein bisschen verrückt und das bringt sie auch weiter. Mir taugt halt, Grenzen auszuloten und schauen, was möglich ist, Träume zu haben. Zu scheitern und Erfolg zu haben. Das Gewinnen und Verlieren, das ist halt eine Reise. Du ja, es ist so fein. Bisschen zu gehen, nach so viel Radeln. Jetzt ist es noch eine Stunde hell, hoffentlich. 7 Uhr. Seit 6 Uhr auf dem Radl. Hoffen, dass es trocken ist. Dass wir morgen im Dunkeln in die richtige Tour einsteigen. Genau. Ein Projekt bitte erst spannend, wenn du merkst am Anfang, ah oh nein, das geht nicht. Ein schöner Biwakplatz eigentlich, hä? Und plötzlich geht's.
Wenn plötzlich so im Bauchgefühl so ein Feuer aufkommt, oder? Ich glaube, das ist etwas vom Schönsten im Leben, so das Feuer zu haben für was. Das ist ein Geschenk. Sicht und dann ziehst du plötzlich Rotstock, Eigengletscher und dann wirst du rechts weg. Oder Lüsschen, hell ist da. Ja, ja, tipptopp. Der Seil muss sagen, wie es gewesen ist. Jetzt sind wir gerade von der Westflanke zum Eibi rausgeflogen. Ein leichter Aufwind gehabt. Wir haben mega Glück gehabt, dass feine Wolken auf da haben. Dann haben wir da einen perfekten Flug gehabt über Grindelwald. Gut hier unten gelandet. Und so etwa gerade 2 Stunden abgestiegen. Gespart. Seine Familie und eigen ist jetzt einfach ein guter Gang. Hoffentlich hat es nicht zu viel geschneit. Und hoffentlich, dass es morgen wirklich aufhält und das Matterhorn bescheidbar ist über die Nordwand. Das lange, stabile Wetter vermisse ich seit 2 Jahren. Hast du was gehört von den Jungs? Ich weiß nur, dass sie bereits im Morgengrauen eingestiegen sind.
c'est magnifique. Oh, c'est si bon. Oh, mon Dieu. Oh, voilà. Alles wird gut. Et les Provence. Oh, les crotons. Das eine ist das große und ja, der andere ist das kleine. Das eins schon. Sind wir aufgegangen, sind in die Nordwand eingestiegen vom Matterhorn. Der untere Tal ist super gelaufen, wirklich mega Verhältnisse. Und je höher das Mountaincamp sein, umso fuchsiger ist es geworden und umso anspruchsvoller. Der Bergwelt oben ist so eine andere Energie. Du bist einfach weg. War das eine verdammte Schinterei? Ach Gott, hier. Simo! Holy moly! Jetzt ist ein Apfel lang. Die Mannschaft, das Team ist der Wahnsinn. Sie sind gestern noch wach geblieben, bis wir noch Mitternacht zurückgekommen sind, oben für uns noch gekocht haben. Ich glaube, das ist auch ein ganz großer und ein wichtiger Teil, der uns sozusagen so motiviert und auch in so guter Laune haltet und auch uns positive Energie zustrahlt. Tag Nummer 2 nach 4 Nordwänden. Tag Nummer? Boah, keine Ahnung. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, 11. Heute ist der 12. Tag. Gestern war der 11., heute ist der 12. 4 haben wir, 2 fehlen noch. Die 3 war schon sicher die Krux. Die Verhältnisse so sind so schlecht. Und da steigst du eigentlich logischerweise nicht ein. Bei der 3 Nordwand habe ich schon gespürt, dass der Roche die Überlegung gehabt hat, die Tour abzubrechen. Ziemlicher Kampf, die ersten 30 Meter hochzukommen. Und wir haben gewusst, okay, die Wand ist 900 Meter hoch. So, irgendwo ein Okular. Und die Verhältnisse sind echt nicht gut. Plus Bindrift. Super, Roger! Ich wusste ein bisschen was vom Glück anzapfen. Du hast jetzt schon viel Energie. Also du pushst sie auch. Und wenn du nicht kannst, dann
machst du es auch nicht. Ja, jetzt schon. Ich hätte echt ungern umgedreht. Seil war aus vorher, oder? Das Seil ist ausgesehen. Nein, das Seil war aus. Vorher. Sind wir da 50 Meter unter dem Gipfel. Jetzt geht es noch über den Schlitz auf, der off ist. Jetzt ich glaube, dass wir kurz unter dem Gipfel sein. Hat man für das Panorama. Tschau! Tschau! Gewaltig, hä? Noch so ein unbeschreiblicher zwei Wochen, was wir jetzt hinter uns haben. Gran Charras, wunderschöne Wand mit viel Geschichte dahinter. Was will man mehr, so einen Abschluss vor uns zu haben. Die Energie, keine Leute, kein Licht, das ist die Gletscher, der brüchige Felsen, kompakt, das ist einfach der Wind, kalt, heiß. Ich habe Janik gefragt, ob er mitkommt mit Severin, mit dem Kameramann. Da war die Stimmung super. Da habe ich schon geschätzt, dass die Chancen hoch sind, wenn jetzt nicht Pech hast, ein Steinfeld drunter, ein Eisstück vom oberen Feld auf den unteren. Alle so kleine Details können bis zum Schluss passieren. Glück und du checkst es nicht. Wichtig ist, dass das, wo man checkt, auch was daraus lernt. Es braucht sicher Tage, Wochen oder Monate, bis ich das alles verstehe, was wir da gemacht haben und dass das wirklich so Aufgang ist, wie wir uns das gewünscht haben. Das erlebt haben zu dürfen, das ist für mich das schönste Bergsteigergeschenk, vor allem wegen alter Freude, die geteilt wurde. Ja, gestürzt haben wir beim Radfahren öfters wie beim Klettern zum Glück. Very long day on the Matterhorn. But it's all good. Now we have some beer to finish a perfect day. Oh la la! Bio! We usually only bio products. Erzähl mir mal, wo wir gerade sind. Wir sind gerade beim Matterhorn in Tesch. Und jetzt geht's weiter. Die Jungs kennen kein Halten. Naja, die Jungs wollen jetzt schon wieder irgendwie los, ne? Schreibst du der Familie? Ja, meiner Frau schicke ich das Zitat von David Lama. Gestern ist Geschichte, heute ist ein Geschenk und morgen ist ein Geheimnis. Also wir jetzt hier, drei Nordfuß. Am Wandfuß vor drei. Bist du in der Sonne? Schatten! Wir folgen denen wieder, wie immer. Ich bin Alex und bin Radl-Support-Team. Meine Freundin. Und was haltet ihr von dem Projekt?
Spaß. Kein Spaß. Jetzt ich glaube. Emotional war gestern auf die Choras. Unfallfrei auf dem Gipfel. Und das hat uns wirklich die Tränen aus den Augen gedrückt. Es war wirklich ein emotionaler Moment. Die Energie war gewaltig. Alle! Ja! Gewaltig!